Werden einige bereuen, wenn sie hier nicht reingehen. Die Frage ist, wie lange bleibt das noch so tief? Oder crashen die Altcoins nochmal noch tiefer runter? Ja gut, dann werde ich es trotzdem nicht bereuen, hier eingekauft zu haben. Bitpanda sichert eure Assets auf Offline-Wallets, auf Hardware-Wallets. Sie sind EU-reguliert, haben eine BaFin-Lizenz in Deutschland. Geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf den Bitpanda-Link und tradet sicher. Würde gerne noch etwas einkaufen. XDC, Elrond, XLM, meine Zahlen noch nicht erreicht, die ich gerne hätte. EGLD, das sind ziemlich gute Preise, um den einzukaufen gerade. Sehr, sehr gute Preise. Unter 30 Dollar ist ein Bombenpreis, um das Ding hier einzukaufen. XDC, das ist jetzt nicht super toll, der Preis. Natürlich bemesse ich das jetzt daran, wo ich eingekauft habe. Aber langfristig gesehen ist das hier auch kein schlechter Preis. Langfristig gesehen. Stellar war ja auch gut gestiegen, aber ist jetzt auch gefallen. Ja, unter 9 Cent fände ich den schon nice. Mir persönlich ist jetzt ein bisschen zu hoch, weil ich halt relativ tief gekauft habe. Aber auch hier, langfristig gesehen, bin ich auch hier der Meinung, ist das ein super Preis. Auch bei Algo und ADA gute Nachkaufpreise. Oh, Algo auf jeden Fall. Uff, Algo auf jeden Fall. ADA, ja, ADA ist auch wieder unter die 30-Cent-Marke gefallen, ne? Wir befinden uns hier auch in super, super Einkaufsbereichen, meines Erachtens nach. Werden einige bereuen, wenn sie hier nicht reingehen. Die Frage ist, wie lange bleibt das noch so tief? Oder crashen die Altcoins nochmal noch tiefer runter? Ja gut, dann werde ich es trotzdem nicht bereuen, hier eingekauft zu haben. Ich möchte nicht mein Investment auf eine Spekulation aufbauen. Ja, was, wenn es tiefer fällt? Und was, wenn nicht? Und hätten wir und würden wir? Wir sehen hier, dass ein richtig stabiles Projekt vom All-Time-High, was es gebildet hat, hier ungefähr um 93% gefallen ist. Jetzt hier noch auf diese 2, 3 weiteren Prozentchen zu warten und zu verpassen, dass man in solchen Bereichen einkauft, das ist meines Erachtens nach aus investmenttechnischer Sicht nicht intelligent. Und wenn man halt, wie ich schon abermale erklärt habe, sich nicht ganz sicher ist, dann muss man nicht mit seinem vollen Bag hier reingehen. Man muss nicht sein hundertprozentiges Investmentbudget hier reintun. Man kann auch ruhig mit 20% reingehen oder 30 oder 40 und dann sagen, hey, ich bin mir so sicher, dass das fallen wird, dann hat man halt noch die 60% über. Und sollte das nicht passieren, sollten die Preise steigen, da wird man zumindest glücklich sein, dass man schon mit 30, 40, 40 oder 50% oder was man sich immer entschieden hat, mit welcher Prozentzahl man hier reingeht, da wird man glücklich sein, dass man wenigstens hier schon drin war. Darum, better time in the market instead of timing the market. Das müssen wir uns einprägen. Und wenn man schon in solchen Bereichen ist, dann sollte man die Chance ergreifen und hier einfach bei diesen günstigen Preisen reingehen. Aber gut, das ist nur meine simple Meinung dazu.